Die neue MioDAX-Serie von NI, jetzt bei DataTech Unboxed. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video über die neue MioDAX-Serie von NI. Ich bin Laura Lekam, Business Development Manager, und das ist mein Kollege Christoph Kafatos, Applikationsingenieur bei der DataTech. Gemeinsam werden wir Ihnen heute die wichtigsten Merkmale und Vorteile dieser neuen Serie vorstellen. In die Entwicklung der MioDAX-Serie sind über 30 Jahre Erfahrung in der Datenerfassung von NI eingeflossen. Das Ergebnis ist eine vielseitige Datenerfassungshardware, die für präzise Messungen und flexible Steuerung entwickelt wurde. Mit einer 16 bzw. 20-Bit-Auflösung und einer Abtastrate von bis zu 1 Megasample pro Sekunde pro Kanal können Sie selbst feinste Signale erfassen. Die Geräte bieten bis zu 32 Single-Ended oder 16 differenzielle Analog-Eingangskanäle sowie 4 Analog-Ausgänge. Darüber hinaus steht Ihnen 16 digitale I/O-Kanäle und 4 Counter-Timer zur Verfügung. Ein besonderes Highlight ist die kostenlose FlexLogger Lite-Software, die Ihnen sofortige Messungen ermöglicht, ganz ohne zu programmieren. Die konfigurationsbasierte Software bietet Ihnen eine einfache, intuitive Möglichkeit, Ihre Messdaten aufzunehmen. Zusätzlich unterstützt die Hardware LabVIEW, Python, C, C++ und weitere Programmierumgebungen, um maximale Flexibilität für Ihre spezifischen Anforderungen zu gewährleisten. Nun zeigen wir Ihnen die einfache Inbetriebnahme mit Christoph, gefolgt von einer kurzen Demo mit FlexLogger und LabVIEW. Was ist alles im Lieferumfang enthalten? Wir haben hier einmal das USB 6451, zusätzlich ein USB-C auf USB-C-Kabel für die Stromversorgung und die Kommunikation. Dann zwei Federklemmen, zwei Zugentlastungen, Kabelbinder für die schnelle Montage, einen Schlitzschraubenzieher und für die einfache und innovative Inbetriebnahme des MioDAX zusätzlich noch einen QR-Code. Wie wir den Ganzen dann benutzen, sehen wir im nächsten Schritt. Für die erste Inbetriebnahme verwenden wir, wie gesagt, diesen QR-Code. Den kann man sowohl mit der Handykamera als auch mit der Laptop-Kamera einscannen. In unserem Fall nehmen wir jetzt die Kamera-App auf dem Laptop her, da wir da auch die Inbetriebnahme-Software verwenden. Wir öffnen die Kamera-App und halten den QR-Code in die Kamera. Dann ploppt unten schon der Link auf, den klicken wir dann an und landen auf der entsprechenden Landingpage. Dort sehen wir eine Übersicht zu den 4 Varianten, in unserem Fall das USB 6451, einige kurze Benutzeranleitungen wie das Manual, Spezifikationen, Montageoptionen, ein kurzes Video für die mechanische Montage, zusätzlich noch kurze Videos für die Softwareinbetriebnahme. In unserem Fall verwenden wir FlexLogger. Mit dem Download des FlexLoggers wird auch der entsprechende Treiber für das Gerät runtergeladen, der NI DACMX Treiber. Da klicken wir jetzt einmal drauf und können mit wenigen Klicks bereits die entsprechende Software runterladen. Wir haben jetzt den NI DACMX Treiber installiert. Zusätzlich haben wir FlexLogger runtergeladen und installiert. Und auch das MioDAX ist bereits vorbereitet. Wir haben die beiden Federklemmen montiert und auch schon zwei Adern für unsere Messung, die wir gleich vornehmen. Auf der Rückseite des MioDAX wird das USB-C-Kabel angeschlossen und kann über eine Rändelschraube gesichert werden. Jetzt nehmen wir die Gegenseite und stecken das USB-C-Kabel einfach in unseren Laptop. Und schon ist die Hardware in Betrieb genommen. So einfach funktioniert das Ganze. Sowohl die Stromversorgung als auch die Kommunikation erfolgt beides über die USB-C-Schnittstelle des MioDAX. Im Anschluss poppt direkt ein Fenster auf und zeigt an, dass das Gerät erkannt wurde. Jetzt haben wir verschiedene Auswahlmöglichkeiten, die wir anklicken können. In unserem Fall wollen wir gerne eine FlexLogger-Messung starten. Dafür klicken wir einfach mal auf Konfigurieren mit FlexLogger. So, jetzt hat sich FlexLogger geöffnet. Wir legen im ersten Schritt ein neues Projekt an, klicken hier auf Projekt zur Datenprotokollierung, das nennen wir jetzt einfach mal Test. In unserem Fall haben wir jetzt ein analoges Ausgangssignal auf den analogen Input gelegt. Das heißt, wir müssen jetzt im nächsten Schritt einmal den analogen Input definieren, der ist auf Kanal 7. Dafür klicken wir hier auf dieses Rädchen, gehen in die Einstellungen, wählen aus, was wir messen wollen. In unserem Fall ist es Spannung.
Wir machen eine differenzielle Messung im Bereich von plus minus 10 Volt. Und damit ist der analoge Input auch schon definiert. Der zweite Kanal wäre der analoge Output. Mit dem geben wir ein Signal auf den analogen Input. Das wäre im Prinzip der analoge Output 0. Da gehen wir auch auf das Rädchen in die Einstellungen. Wir geben eine Spannung aus. Der Signalbereich liegt auch im Bereich von plus minus 10 Volt. Und wir wollen hier einfach mal 2 Volt an den analogen Input anlegen und legen den Kanal an. Jetzt sehen wir auch schon, dass wir am analogen Input 2 Volt messen. Das Ganze können wir uns auch grafisch anzeigen lassen. Dafür klicken wir hier oben auf Benutzeroberfläche. Dort haben wir verschiedene Einstellmöglichkeiten. Wir wollen jetzt einfach einen Graphen anlegen. Klicken hier auf Graphen, wollen einen Langzeitverlauf uns anzeigen lassen. Klicken dort drauf, schieben dann den Graphen in den Bildschirm und wählen dann den Kanal an, den wir uns gerne anzeigen lassen wollen. Das wäre in unserem Fall der analoge Input Kanal 7. Und jetzt sehen wir hier, wir hatten anfangs 0 Volt, haben dann 2 Volt auf den analogen Input gegeben, messen jetzt kontinuierlich 2 Volt. Wenn wir jetzt beispielsweise am analogen Output einen anderen Wert ausgeben als 2 Volt, machen wir mal 3 Volt, gehen dann wieder auf die Grafik und dann sehen wir, die Spannung hat sich von 2 auf 3 Volt erhöht. Das heißt, wir können das Ganze im Langzeitverlauf mitverfolgen. Natürlich wollen wir das Ganze auch mitloggen. Das ist ja der eigentliche Sinn von FlexLogger. Dafür müssen wir aber nur hier auf Start klicken und solange die Messung läuft, wird mitgeloggt. Beenden wir das Ganze wieder und schon wird die Logdatei entsprechend abgelegt. So einfach funktioniert das Ganze. Innerhalb von 1 bis 2 Minuten kann man eigentlich schon die erste Messung starten. Sollten Sie LabVIEW als Software auf Ihrem Laptop installiert haben, ist auch eine Messung mit LabVIEW sehr schnell realisiert. Das funktioniert genauso wie vorher mit dem FlexLogger. Wir schließen das Gerät kurz an, klicken auf die entsprechende Fläche. LabVIEW öffnet sich und ich habe jetzt in unserem Fall schon 2 Examples aus dem Example Finder von LabVIEW geöffnet. Wir gehen wieder mit dem Output auf den analogen Input und geben eine Spannung aus. Im linken Fenster sehen wir den Output und im rechten Fenster den Input. Die entsprechenden Kanäle sind schon definiert von meiner Seite. Wir geben jetzt im ersten Schritt einfach mal eine Spannung von 2 Volt aus und starten hier die Messung. Und wir sehen am analogen Output, da ist die Messung schon aktiviert. Die Spannung hat sich auf 2 Volt geändert. Jetzt ändern wir einfach mal den Wert beim analogen Output auf 5 Volt, geben den Wert aus und wir sehen, am analogen Input erscheint ein Sinus von plus minus 5 Volt. Und schon ist eine Messung mit LabVIEW realisiert. Das MioDAC bietet neben der intuitiven Inbetriebnahme und Softwareeinbindung auch eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten. Je nach Verwendungszweck und Verwendungsort lässt sich das Gerät somit leicht in den Messplatz integrieren. Vielen Dank, Christoph, für die interessanten Demos. Und Ihnen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unser Video zur neuen MioDAC-Serie anzusehen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns gerne in unserem Webshop unter www.datatec.eu oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter der 07121 515050. Wenn Ihnen das Video gefallen hat und Sie keine Neuigkeiten verpassen möchten, lassen Sie uns gerne ein Like da und abonnieren Sie unseren Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.